Nach diesem Video wirst du genau wissen, welcher Beruf der richtige für dich ist. Willkommen zurück, Oberstufenschüler. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach. Und auch wenn es jetzt heute mal nicht konkret um die Schule geht, weiß ich, dass das eine Thematik ist, die für sehr, sehr viele bei euch ständig im Kopf ist. Weil gerade so 10., 11., 12., 13. Klasse ist ja eben auch genau die Zeit, wo man sich auf der einen Seite natürlich extrem stark nochmal auf die Oberstufe konzentrieren möchte, gleichzeitig aber auch die ganze Zeit so im Hinterkopf hat, was mache ich eigentlich danach? Und um euch da ein bisschen mehr Freiraum, ein bisschen mehr Entspannung hinsichtlich dieses Gedankens zu geben, möchte ich heute einfach mal mit euch genau über diese Thematik sprechen. Weil diesbezüglich gibt es ja sehr viele Empfehlungen. Es wird, glaube ich, auch vom Staat her sehr viel gemacht. Es gibt Messen, Orientierungshilfen, Webseiten, wo du irgendwie Sachen eingeben kannst und irgendwelche Parameter zeigen dir dann, was du machen sollst und so weiter. Und ich glaube, kann für mich sprechen, dass ich jetzt 20 bin, wirklich meine Leidenschaft gefunden habe, jeden Tag mega viel Bock an meine Arbeit habe, gut damit verdiene, einfach hier mein Unternehmen führe, jeden Tag extrem vielen Menschen helfe. Ich meine, Tausende von Schülern schauen jeden Tag diese Videos. Wir sitzen hier mittlerweile in Düsseldorf in unserem eigenen Büro, haben mehrere Mitarbeiter angestellt und ich kann für mich einfach sagen, dass ich glaube, mein eigenes Abitur ist jetzt 2,5 Jahre her. Ja, ich glaube, ich kann sagen, dass ich da hinsichtlich Berufswahl extrem, extrem viel richtig gemacht habe und vor allem auch sehr vieles auf, wie soll ich sagen, nicht die klassische Art. Ja, weil ich meine, sind wir mal ehrlich, was ist so die klassische Art, die dir hinsichtlich Berufswahl empfohlen wird? Geh auf ein paar Messen, mach da mal einen Ratgeber, probier einfach mal was aus. Ja, das sind immer diese klassischen Sachen, die man hört. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist alles nett gedacht, aber ich sehe das ja auch bei den Leuten, die mit mir in die Jahrgangsstufe gegangen sind, die bei meinem Bruder in die Jahrgangsstufe gegangen sind oder auch mit vielen, mit denen ich auch nach dem Abitur im Gespräch bin, die Sachen funktionieren einfach nicht. Ja, man muss es einfach mal ehrlich so sagen, es funktioniert einfach nicht. Ich kriege es einfach mit, wie viele Leute ein Studium anfangen, es dann wieder abbrechen, was weiß ich alles. Und das spüre ich halt vor allem bei denjenigen, die kein konkretes Ziel haben. Ja, zum Beispiel mit den Leuten, die bei uns jetzt im Coaching waren, mit denen bin ich natürlich auch danach sehr eng im Kontakt, hat jetzt nichts mit dem Coaching zu tun, weil darum geht es bei uns im Coaching nicht. Aber ich merke, diejenigen, die bei uns Coaching kommen, die haben natürlich in der Regel ein konkretes Ziel und die ziehen dann auch wirklich ihr Studium durch. Ja, kann auch sein, dass natürlich die Technik einfach ist, keine Ahnung. Aber ich merke einfach, wenn du kein konkretes Ziel hast, dann ist es für extrem viele sehr schwierig, überhaupt mal irgendwas anzufangen, geschweige denn es dann auch wirklich durchzuziehen. Und das ist wirklich so die allerwichtigste Sache, die ich euch da hinsichtlich mitgeben kann. Und zwar, bitte vergesst einfach einmal alles, was euch in der Welt da draußen erzählt wird. Vergesst jeden konkreten Studiengang, den ihr jemals irgendwie im Kopf hattet. Ja? Denkt auch nicht an irgendwie Stärken, Schwächen, sonst irgendwas. Und bitte, bitte reist nicht 6 Monate lang nach Australien, weil ihr dann denkt, da werdet ihr dann auf einmal genau wissen, was ihr macht. Das ist alles Schwachsinn. Sondern es gibt eine konkrete Sache, auf die es ankommt. Und zwar, dass du dir einfach einen Stift und einen Zettel nimmst und dich einfach mal 30 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten alleine mit dir an deinen Schreibtisch setzt. Ich habe mich damals in meinen Keller gesetzt und dir einfach mal ganz konkret, du für dich, scheißegal, was ich sage, scheißegal, was deine Eltern sagen, scheißegal, was deine Freunde machen, vollkommen egal, auch wenn dein Lehrer dir gesagt hat, du bist kein Sprachtalent, du hast aber Bock auf Sprachen, vollkommen egal, alles, was in deinem Leben bisher passiert ist, komplett aus deinem Kopf eliminieren, dich hinsetzen und dich fragen, wenn alles möglich wäre und es keine Begrenzung gibt, es gibt keine Fehler, was würde ich dann machen? Und diesen Gedanken, den du hast, diese Vorstellung von deinem Leben, der kann so utopisch sein, wie es will. Ihr wisst gar nicht, was ich mir dafür crazy Sachen aufgeschrieben habe. Ja? Und es geht auch nicht darum, dass du das dann direkt in 3 Jahren erreichst oder so, sondern es geht darum, dass du einfach mal checkst, wofür lebst du überhaupt, wo möchtest du denn hinkommen? Ja? Weil durch die Schule werden wir sehr lange einfach sehr stark getragen. Gerade so bis zur 9., 10. Klasse ist sowieso alles noch, keine Ahnung, du schwimmst einfach nur mit dem Strom mit und machst halt das, was dir vorgesetzt wird. Dann in der Oberstufe musst du schon ein bisschen mehr wählen, du machst dir mehr Gedanken darüber, du hast auch mehr Eigenverantwortung. Im Studium nimmt das vielleicht nochmal ein bisschen zu. Und je älter du aber wirst, desto mehr merkst du, yo, du kannst dir eigentlich komplett selbst aussuchen, wenn du das mal checken würdest. Und so oft haben wir aber das Gefühl, wir müssen irgendwie von so einer anderen offiziellen Stelle, seien das Lehrer, Eltern, Ratgeber, was auch immer, müssten wir erklärt bekommen, was wir machen wollen. Aber das ist überhaupt, es stimmt einfach nicht. Schau dich doch an, was ich mache. Ich bin Abiturcoach. Diese Berufsbezeichnung gab es davor nicht. Ich habe die quasi kreiert eigentlich. Ja? Und das ist halt das Entscheidende, dass ihr für euch einfach mal weg von allem geht, was bereits existiert und euch einmal hinsetzt und euch ganz überlegt, wenn ich sein könnte, wer ich sein wollen würde. Egal was ist. Und wenn das Präsident ist, wenn das Weltherrschaft, egal was ist, okay? Egal was ist. Was würde ich dann tun?
Und das schreibst du einfach nur beim absolut Idealszenario auf. Und wenn du das hast, ja, sei es, ich kann es euch zum Beispiel sagen, bei mir war es einfach, ich will persönlich maximal wachsen, ich will über Psychologie ganz, ganz viel wissen, deswegen auch das Studium, ich will sehr vielen Menschen helfen, ich will gutes Geld verdienen, ich will sehr gesund sein, ich will extrem gute Beziehungen haben, ich will für meine Familie sorgen können. All solche Sachen waren für mich einfach extrem wichtig. Und dann, als ich das verstanden habe, was für mich persönlich wichtig ist, ist doch vollkommen egal. Damit kannst du dich vielleicht sehr gut identifizieren oder nicht gut identifizieren. Das spielt doch überhaupt keine Rolle. Sondern was wichtig ist, was du spürst, wo du merkst, ey, geil. Und es kann auch sein, dass wenn ihr diese Übung zum ersten Mal macht, dass da Dinge aufkommen und ihr dann nach einer Motivation spürt, die ihr so noch nie kanntet. Weil sowas gibt es in der Schule nicht. Ja, in der Schule wird dir irgendwas vorgesetzt. Es hat nichts damit zu tun, was du machen möchtest. Aber wenn du mal anfängst, dir wirklich zu überlegen, hey, was will ich denn machen, wo ich wirklich sage, geil, Alter. Dann geht es wieder richtig ab. Und ganz ehrlich, ich habe dieses Gefühl jeden Tag, weil ich mir immer wieder Gedanken, das entwickelt sich auch alles weiter. Was kann ich noch schaffen? Was kann ich noch schaffen? Was kann ich noch schaffen? Ja? Und wenn ihr euch das mal überlegt, dann könnt ihr von da an, was eure Supervision in 5, 10, 20, 30 Jahren ist, dann könnt ihr ja zurückspielen. Was brauche ich dafür? Zum Beispiel, ich habe mich dann für mein Psychologiestudium entschieden, weil ich gemerkt habe, hey, ich will einfach das bestmögliche Leben führen. Und es ist einfach extrem wichtig dafür, dass du verstehst, wie funktioniert die Persönlichkeit, wie funktionieren Menschen, wie denken wir überhaupt und so weiter. Und deswegen habe ich Psychologie studiert. Ja? Oder für mich war auch klar, hey, um irgendwie auch wirklich ein großer, bekannter Coach zu sein, muss ich einfach was sehr Gutes coachen. Und ich muss in dem, was ich coache, sehr gut sein. Deswegen habe ich hier auch die ganze Zeit den Drive, die Videos zu machen, das 100% für unsere Coach-Teilnehmer zu geben. All diese Dinge. Und genau diesen Drive darfst du für dich selbst auch entwickeln. Und wenn du das einmal gefunden hast, verstanden hast, dann werden so viele Bausteine für dich Klick machen und dann wirst du, deswegen am Anfang habe ich gesagt, du wirst deinen konkreten Beruf finden. Vielleicht wirst du auch nicht deinen konkreten Beruf finden, aber darum geht es im ersten Moment nicht. Sondern was du wirklich, worum es geht, was du findest, ist deine klare Richtung. Und wenn du diese klare Richtung gehst, dann wirst du da vielleicht einen Beruf machen, dann den anderen, wie auch immer. Aber du wirst dich für dich so entwickeln, wie es für dich eben auch am besten ist. Und deswegen bitte, trau dir das zu, mach das Ganze. Wenn du da dann auch den bestmöglichen Schnitt zum Beispiel haben möchtest, um dann zum Beispiel wie ich auch Psychologie studieren zu können oder auch wie viele andere Medizin, einfach alle Türen offen zu haben und vor allem auch jetzt in den 2 Jahren Oberstufe die erstmal auch zu beweisen, hey, ich kann solche Dinge auch wirklich schaffen, dann komm sehr gerne zu uns ins Traumabitur-Coaching. Da kriegst du genau diese Motivation, bist genau von Menschen umgeben, die genau auch so denken und die dich dann da eben auch mit hochziehen. Deswegen bewirb dich sehr gerne auf den ersten Link in der YouTube-Beschreibung oder auch hier im angepinnten Kommentar unterhalb dieses Videos. Kostenlos unverbindliche Bewerbung und dann können wir eben schauen, was sind deine Probleme, wo möchtest du hin und wie können wir da dir auch in Form von so einem Traumabitur-Coaching weiterhelfen. Deswegen bewirb dich sehr gerne, wir freuen uns auf dich und ansonsten denk dran, ich glaube immer an dich. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Dein Leo. I can't even see, praying that I get to breathe.